800 Abos habe ich jetzt voll. Eigentlich ist das ja unheimlich toll. Und eigentlich sehe ich es niemals als Pflicht, wenn ich euch mache ein Danke-Gedicht. Eigentlich freue ich mich immer total, wenn wieder voll ist eine 100er-Zahl. Und eigentlich ist es auch diesmal nur geil. Denn das Wort eigentlich sag ich nur, weil ich leider so manches zuvor nicht bedachte, bevor ich für den nächsten Clip Anteaser machte. Doch diesen nächsten Clip musste ich verschieben, wie schon in Nummer 213 beschrieben. Und nun, wo die Abozahl 800 voll ist, worüber die Freude natürlich ganz doll ist, verschiebe ich den Menschenkreis-Clip halt aufs Neue, weil ich mich gerade wie ein Schneekönig freue. Die Zahl wuchs halt schneller als vorher geahnt. Drum kommen die Clips diesmal nicht wie geplant. Der Dank für die treuen Abonnenten geht vor. Jetzt geht es um euch, also spitzt euer Ohr. Ich danke euch sehr, schon fürs Abo allein, denn ohne euch wäre mein Kanal noch ganz klein. Ich danke für die Klicks und die Däumchen nach oben, sowie für die Kommis mit Worten, die loben. Ich danke euch zudem auch für faire Kritik, denn sie schärft zuweilen meinen lernenden Blick. Ich danke euch für alles und für eure Zeit und dafür, dass ihr in meinem YouTube-Kreis seid. Ich danke euch auch dafür, dass stets ihr versteht, warum sich die Uhr bei mir langsamer dreht. Warum bei mir manches nicht klappt wie gewünscht und dass ihr mich für eine Verspätung nie lünscht. Ja, das Wort eigentlich zeigt den Konflikt. Ich hatte mich in meinen Plänen verstrickt. Wollt alles erfüllen, so wie ich es gern hätte, doch kriegte das gleichzeitig nicht auf die Kette. Und das, was mich eigentlich wahnsinnig freut, das stresste mich anfänglich beinahe schon heut. Erst als ich ihn losließ, den zeitlichen Rahmen, da wurde es leicht, so dass Reime mir kamen. Drum bitte ich auch euch jetzt, bevor ich's vergesse, macht euch mit YouTube nicht unnötig Stress. Ich weiß, es macht Spaß und auch ich bin schon süchtig, doch lasst uns dran denken, auch anderes ist wichtig. Und wenn wir real unser Leben genießen und anschließend dann die Ideen wieder sprießen, dann macht es umso mehr Spaß, einen Clip zu kreieren und untereinander zu kommunizieren. Und in diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Ich danke euch von Herzen und schicke euch einen Kuss.